Das, ja, das ist das hier. Oh, Mann. Oh nein! Oh Scheiße! Nein, nein, nein! Nein, es geht immer tiefer weiter. Nein! Oh! Digga, Nasenpopel, wenn ich das schon höre. Was geht ab, meine Chabos und Chayas? Willkommen zurück auf meinem Dreckskanal. Ich war sehr, sehr lange inaktiv. Es sind jetzt genau, glaube ich, 12 Stunden. Ich bin einfach hier nach Bad Vilbel gefahren, Alter, nach Bad Vilbel. Einfach so, ich wollte euch eine neue Location präsentieren. Und was ist das jetzt hier? Man kann hier gar nicht weiter. Oh, schöner Wald, Alter. Ich liebe Wälder. Ungelogen jetzt. Das ist hier Real Talk. Ich liebe Wald. Lass mal hier schnüffeln, Bro. Ich muss kurz raus an einem Baum schnüffeln. Oh, das ist jetzt ohne Scheiß mein Ernst, auch wenn es behindert klingt. Aber ich gehe sehr, sehr gerne im Wald spazieren. Das beruhigt mich so irgendwo. Weil im Wald gibt es auch die ein oder andere Mülltonne. Ja, warte mal, ich bleib mal kurz hier stehen. Wie ihr schon im Thumbnail gesehen haben müsstet, machen wir heute wieder diese Challenge. Und ich sage bewusst wieder, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der mich auf SEO nicht verfolgt hat. Ich habe diese Challenge schon mal gemacht, allerdings damals auf meinem Motorrad. Alter Gott. Alter. Ach du Scheiße. Heute machen wir das im Auto, weil das Wetter wieder so dreckig ist. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Wetter. Kurze Erklärung für all diejenigen, die nicht wissen, was das hier ist. Das hier sind Jellybeans, aber Jellybeans der besonderen Art. Und zwar befinden sich hier... Alter. Boah, das stinkt. Normalerweise müssten die neutral riechen, Bro. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, da haben alle Jellybeans normal, neutral gerochen. Warning! Choking Hazard. Das ist echt eine gefährliche Nummer. Kurze Erklärung. Hier drinnen befinden sich verschiedene Jellybeans. Und es gibt immer zwei, die genau identisch aussehen. Aber jetzt zum Beispiel hier. Aber eine davon schmeckt gut, schmackhaft. Und eine schmeckt dreckig. Ich kann mal kurz vorlesen, was es alles gibt. Hier, es gibt hier Stinkewanze, dann gibt es schmutziges Spülwasser, faules Eyebrow, stinkende Socken. Ich frage mich gerade, woher weiß man, wie stinkende Socken schmecken oder riechen? Okay, riechen, das kann man noch herausfinden, aber schmecken hat ein Mitarbeiter von dieser wunderdreckigen Firma Socken probiert, die 5 Jahre lang ungewaschen waren und dann diesen Geschmack hergestellt. Oh nein, ich wollte gerade losfahren. Oh, schnell, schnell, schnell. Bro, ist mein Auto an? Nein, Rückwärtsgang, was ist das? Oh, schnell, ich muss da durch. Ihr wisst Bescheid, Alter, was passiert. Wenn der hier vorfährt, dann ist vorbei. Dann kann ich erstmal hier 7 Stunden lang in der Straße verbringen. Ja, lauf, 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 Bro. Lauf, meine kleine Ente. Ja, sehr gut. Oh mein Gott, okay. So, ich drehe jetzt hier das erste Mal. Oh shit, was ist das? Strawberry Banana Smoothie. Klingt sehr, sehr, sehr lecker. Oder Dead Fish. Oh, da kommt noch eine Ente. Ja, oha, sehr vorbildlich hier, sogar vom Fahrrad abgestiegen. Jetzt ungelogen, Leute, ich habe irgendwie Lust auf diesen toten Fisch, weil ich vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, diesen Surströmming-Fisch gegessen habe aus Schweden. Nein, 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 nein. Heftig. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Fisch überhaupt ansatzweise an diesen Drecksgeschmack rankommt. Ich glaube nicht, Bro. Ich habe gar keinen Bock, diese Packung aufzumachen. Tun wir mal die Böhnchen hier drauf. Ich habe mein Wasser vergessen, Leute. Fällt mir gerade ein. Irgendwo hier liegt zwar Wasser, aber das liegt hier schon echt seit ein paar Monaten und ich weiß nicht, ob das gesund ist, dieses Wasser zu trinken. Was sagt ihr? Kurz mal probieren. Geht eigentlich, ist okay, komm. Dann legen wir mal los, ich habe echt übertrieben Bock da drauf. Ja! Strawberry Banana Smoothie, ha! Junge, jetzt bin ich motiviert. Motiviert weiterzumachen, die Challenge fängt schon mal sehr, sehr gut an. Wir fahren weiter. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt Tutti Frutti oder stinkende Socken, jawohl, ey. Ja, das ist das hier. Oh, Mann. Oh nein! Oh Scheiße! Oh, fuck, shit, Alter, die ist ja. Nein, nein, nein! Die kriege ich nie wieder da raus, Bro. Das Ding vergammelt mir da. Oh, fucking. Nein, es geht immer tiefer weiter. Nein! Komm raus da! Oh!
Shit, Alter. Tutti Frutti ist einfach verschwunden im Armaturenbrett. Okay, das müsste auch Tutti Frutti sein, oder? Oder ist das hier Tutti Frutti? Nein! Alter, diese Bonbons, Alter. Die machen, was sie wollen. Okay. So. Tief Luft holen. Scheiße. Pfui. Ich muss meine Hände waschen, Bro. Ich muss meine Hände waschen. Boah, ich darf nicht so zu viel Wasser verschwenden. Oh. So, dann drehen wir nochmal hier. Bam. Und was haben wir jetzt? Juicy Pear. Juicy Pear? Digga, was ist das? Juicy Pear oder Booger? Was ist denn ein Booger? Juicy Pear, saftige Birne. Saftige Birne. Oder, was haben wir noch? Nasenpopel. Junge. Rest in Peace an den Typen, der Nasenpopel hergestellt hat. Weil man muss ja davon ausgehen, dass der Nasenpopel erstmal vorher probieren musste. Digga, Nasenpopel, wenn ich das schon höre. Was soll das, Alter? Was soll das? Schmeckt gut. Was soll ich euch sagen? Ich kann ja jetzt nicht hier faken und hier irgendwie auf Kotzkonzert machen. Es ist okay. Nasenpopel ist okay. Komm, wir machen weiter. Ach Mann, das nervt so. Der Pfeil ist viel zu lang. Ah, jetzt. So, was haben wir hier? Birthday Cake oder Dirty Dishwater? Dirty Dishwater, das ist doch schmutziges Spülwasser oder ein Geburtstagskuchen. Ja, das ist das. Das ist das. Okay. Bin ich mal gespannt. Ja. Und zwar ein Geburtstagskuchen. Weiter. Haben wir hier. Schon wieder dasselbe. Birthday Cake. Oder stinkendes Spülwasser. Hier. Ja. Boah. Boah, das schmeckt echt nach Spülwasser. Ich lasse mal dieses Rädchen weg und esse einfach mal. Und berichte euch so mal, was ich davon halte. Oh, das schmeckt auch scheiße, Digga. Boah, das schmeckt echt scheiße. Das ist scheiße. Ich könnte jetzt würgen, aber ich kann es noch unterdrücken. Machen wir mal weiter. Weiter mal. Ja. Oh. Oh, das ist ekelhaft. Oh, das ist ekelhaft. Aber was war das, Digga? Das war irgendwas Weißes. Irgendwas Weißes war das. Verdorbene Milch. Verdorbene Milch schmeckt echt ekelhaft. Ich nehme mal so eine schwarze. Ja. Ist auch ekelhaft, aber es geht. Auf jeden Fall war das die ekelhafte, die ich hier erwischt habe. Okay, ist okay, geht. So, was nehmen wir denn jetzt? Was hatte ich noch nicht? Und wir nehmen mal so eine weiße. Ey, ich erwische nur die ekelhaften. Boah. Ist das ekelhaft. Komm, ich probiere noch einen. Ey, willst du mich verarschen oder was? Alles schmeckt scheiße. Gib mir doch mal jetzt zum Schluss hier was Leckeres. Komm, hier. Hier, das muss doch lecker jetzt sein. Ey. Alter, dieser Geschmack. Halt doch deine Fresse jetzt hier. Also ich sag euch, das Ei, das verfaulte Ei und die verschimmelte Milch hier, das ist, schmeckt echt ekelhaft. Ich brauche jetzt irgendwas Leckeres, Bro. Ey. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Halt doch einfach dein Maul. Alles scheiße hier drin. Das ist voll die Verarsche. Hä? Wo? Das kann nicht sein. Ich will jetzt eine schmackhafte daraus ziehen. Es gibt doch nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich so ein Pech habe und jetzt nur die ekelhaften hier rausziehe. Boah, das ist wieder die komplett weiße. Die schmeckt, wenn ich die jetzt falsch erwische, das ist die ekelhafteste. Das ist entweder Kokonat, Kokosnuss oder verschimmelte Milch, verdorbene Milch. Oh. Endlich, Alter. Und ich dachte schon, was ist denn los? Ich hasse diese Challenge. Alles nur wegen dieser Gramm-Tele-Gruppe. Ich habe nämlich gestern eine Umfrage gestartet. Zur Auswahl standen Kotzbonbons essen oder das hier. So eine Soße, die extrem scharf ist. Ich guck mal, wie viel Dings die hat. Covil, Movil, wie nennt man das?
1 ist mild, 5 ist scharf, 10 ist höllisch und das ist hier bei 12 ganz oben. XXX, Alter. Schlimmer als die Hölle. Ja, und die Gruppe hat sich für diese Bonbons entschieden. Ekelhaft. Ich hätte nicht auf die Gruppe hören sollen. Und jetzt zum Schluss klatschen wir noch den Mülleimer weg und ich verabschiede mich dann. Wir machen das so, bei dem Klatscher ist einfach das Video zu Ende. Haut rein, schlaft schlecht und ja.